Hallo zusammen und Happy Halloween! Ja, wir waren am Wochenende auf einem Seminar der ganz besonderen Art, und zwar auf einem Halloween-Seminar-Wochenende im Hilton am Frankfurter Airport. Und das war jetzt kein Seminar irgendwie speziell zum Thema Halloween an sich, sondern es ging um die USA quasi als Reisedestination. Wir waren da also als oder in unserer Tätigkeit als mobile Reisevermittler und wurden dort quasi zu dem Thema noch wieder geschult. Es waren Vertreter von verschiedenen Destinationen da, auch mal abseits dieser ganz großen berühmten Reiseziele, die fast jeder in den USA ansteuert, wenn er da mal hin möchte. Es waren Vertreter von diversen Airlines dort, die eben Flüge in die USA anbieten und so weiter und so fort. Das Ganze aber nicht irgendwie langweilig, indem man irgendwo sitzt und vorne halten irgendwelche Leute ihren Vortrag, sondern in einem ganz coolen, ja, Halloween-Event quasi verpackt, das sein Highlight dann am Ende des Tages fand mit einer großen gemeinsamen Halloween-Party, richtig mit professionellem Schminken und allem drum und dran. Ja, und wie das alle ausgesehen hat, auch so ein bisschen aus den Seminarräumen selber und so weiter, das zeige ich euch in diesem Video. Da nehme ich euch einfach mal mit und zeige euch, dass eben Weiterbildung auch total Spaß machen kann, wenn man die richtigen Leute da hat, wenn das ordentliche Leute machen und man das ein bisschen, ja, schön verpackt. Ja, und natürlich seht ihr auch was von der Feta am Ende. Das Ganze werde ich ein bisschen, ja, quasi hinterlegen mit einem Voice-Over, denn während der Schulung oder sowas kann man natürlich keine irgendwie Erklärungen oder sowas ins Telefon brabbeln, sondern da waren wir ja wirklich dann auch zum Arbeiten. Aber es hat mega, mega viel Spaß gemacht und das zeige ich euch, wie gesagt, in diesem Video einfach mal. Vor allen Dingen, das gibt dann auch so richtig schönes Halloween-Feeling. Am Freitag ging es aber erst einmal los nach Frankfurt, wo wir vorab eine Nacht im Galeria Airport Hotel verbrachten. Waren wir am nächsten Morgen rechtzeitig im Hilton. Nach der Registrierung am cool dekorierten Tisch schauten wir uns schon mal auf dem Reisemarkt um. Kurz darauf standen dort auch schon die ersten Partner für Gespräche bereit. Nach der offiziellen Eröffnung gab es noch einen kleinen Frühstückssnack. Dann wurden wir offiziell begrüßt und die Partner vorgestellt. Dazu gab es auch erste bewegte Bilder. Nach einer weiteren kleinen Snackpause ging es dann in Gruppen in die jeweils verschiedenen Seminarräume. Diese waren super dekoriert. In einem spielten wir dann 1, 2 oder 3 an Tischen. Die Fragen passten natürlich zum jeweiligen Thema. Ein anderes Mal mussten wir nach dem Vortrag Fragen beantworten und durften dann Punkte erwerfen, zum Beispiel beim Hufeisenwerfen. Ich habe sogar einen Preis gewonnen. Und dann war mal wieder Essen angesagt. Mittagspause. Im nächsten Raum wurde dann gepuzzelt, es gab Infos in Form einer lustigen Geschichte und mein Mann durfte Lasso werfen. Im Besuch einiger weiterer Räume gab es die Kaffeepause. Und weiter ging es. Jetzt wurde Jeopardy gespielt. Wer es nicht kennt, es wird eine Antwort vorgegeben und ihr müsst die passende Frage dazu stellen. In einem anderen Quiz wurden die Antworten durch das Hochheben von entsprechenden Karten gegeben. Am Ende des Tages zog dann jeder eine Nummer für das professionelle Schminken. Wir hatten noch viele vor uns und gingen deshalb erstmal auf unser Zimmer, etwas frisch machen und ins Kostüm werfen. Bei der Rückkehr waren schon viele komplett verwandelt. Dann waren auch wir fertig und es ging in den cool dekorierten Festsaal.
Draußen war schon ein leckeres Buffet aufgebaut. Drinnen gab es Zaubershow und Tombola, während draußen das süße Buffet aufgebaut wurde. Anschließend war dann Feiern, Tanzen und Freitrinken bis 2 Uhr nachts angesagt. Am nächsten Morgen genossen wir noch ein leckeres Frühstück und dann ging es nach einem super tollen und auch sehr informativen Seminar wieder nach Hause.